Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Lackflow. Freunde, ihr kennt mich immer nur in solchen kleinen sportlichen Kombis durch die Gegend flitzen. Aber ja, wir haben eine Firma und Basti, seit Basti da ist, sagt er immer zu mir: Flo, du brauchst einen Bus. Ja, und ich habe mich eigentlich immer davor geweigert und hatte da eigentlich auch keinen Bock drauf. Ich habe immer gedacht, ja, wenn wir ein Nutzfahrzeug für die Firma brauchen, dann einen schönen dicken Chevy Pickup. Finde ich auch immer noch geil. Aber wenn man mal überlegt, was an der Tankstelle für Preise aufgerufen werden, dann sollte man sich das zweimal überlegen. Und mittlerweile sage ich auch, ja, Flo, du brauchst einen Bus. Der Basti hat ja schon einen Bus und ich möchte jetzt auch einen Bus kaufen. Und danach wollen wir suchen und da machen wir eine kleine Kaufberatung, karosserietechnische Schwachstellen etc. am T4 und das Ganze geht los nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Puschel TV. Mein Name ist Alfons. Wir möchten heute über Busse berichten. Nein, Spaß, wir haben nur mal ein Mikrofon, damit ihr ein bisschen bessere Klangqualität habt. Also wie gesagt, das ist Bastis Bus und für mich ist es halt so, ein normaler Firmentransporter reizt mich null. Für mich müssen Autos immer cool sein. Auch wenn das zweckmäßig ist, es muss cool sein. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall auch ein T4, weil ich die Dinger einfach von der Form cool finde. Und ich finde sie praktisch, weil sie einigermaßen kompakt sind. Wenn du jetzt guckst, ein Sprinter oder so mit einem hohen Dach etc. Ja, da kannst du auch nicht so leicht mal in die Stadt mit reinfahren. Das ist mit so einem einfacher, wenn denn keine Umweltzonen da sind. Auf jeden Fall, ja, T4 gefällt mir sehr gut. Ich möchte nach so einem Auto Ausschau halten, allerdings mit einem langen Radstand aus folgendem Grund. Das ist jetzt der kurze Bus und hier ist jetzt eine Matratze drin, die ist von 2 Meter auf 1,80 Meter gekürzt. Und jetzt kann man sehen, dass hier ziemlich wenig Platz ist. So, und es gibt halt den langen Radstand, der ist 40 cm länger. Das heißt, wir haben hier vorne einfach ein bisschen mehr Platz, weil ich gesagt habe, dieser Firmentransporter muss aber auch noch einen Mehrwert haben, einen Nutzen haben, weil wir fahren ja auch auf Messen etc. Vielleicht machen wir auch mal einen Roadtrip und dann kann man den einfach auch mal nutzen, um da zu pennen. Generell ist es ja cool, eine Matratze drin zu haben, weil man auch einfach mal lackierte Teile. Wenn du einen Lackiererbus siehst, da liegen immer Decken, Polster, Kissen, alles drin. Insofern ist es schon cool, wenn da eine Matratze drin ist. Das heißt, wir werden den auch ausbauen auf jeden Fall. Und ja, wir wollen uns jetzt heute einen Bus anschauen. Und da ist auch nämlich schon der richtige Mann, der Matzek. Der Schrauber Matze ist da. Ich brauche natürlich eine kompetente Hand mit dabei. Und Basti, du liebst den Bus, ne? Ja, ja. Sparsam. Passt immer alles rein. Waren wir schon ganz viel mit unterwegs. Ja, das ist schon... schon eine coole Sache. Genau. Ja, ich glaube, in Deutschland ist das Thema Bulli, VW-Bus, ist für viele einfach auch ein Lebensgefühl, muss man sagen. Und, motortechnisch, wir wollen, wie gesagt, heute ein bisschen auf die Karosseriestellen eingehen, aber auch motortechnisch habe ich mich für einen Motor entschieden und zwar den gleichen, wie den Basti hat. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen in dem Volvo-Video, dass der Volvo den gleichen 5-Zylinder Turbo-Diesel drin hat wie der T4. Und zwar, ja, es sind einfach Dauerläufer, genau, die ein bisschen Leistung haben. Es gibt halt drei Dieselmotoren, einmal den 2-4er Saugdiesel 5-Zylinder, der hat aber nur 77 PS. Oder 88. Oder 78. Ja, mhm. Und die laufen, das sind auch Dauerläufer, die halten auch lange durch, sind aber relativ träge, dadurch, dass sie halt kein Turbo haben. Ja. Und dann gibt es noch den 1,9er Turbo-Diesel, das ist halt auch ein Vierzylinder. Mhm. Und warum? Ich glaub, der hat nur 68 PS. Ja, 68 PS, das geht das natürlich gar nicht. Nee, nee. Das ist zu wenig. Deshalb, alle sagen auch wirklich, der 2,5er Turbo-Diesel ist der beste Motor im Dieselbereich. Das heißt, ich habe in der Suche tatsächlich alles andere ausgeschlossen. Wir haben nur nach 2,5er Turbo-Diesel gesucht. Die eingefleischten Bulli-Fans, die kaufen ja T1 bis T3. Die Fahrzeuge mit Heckmotor, luftgekühlt. Die ganz alten, die natürlich weniger Platz auch hinten hatten, weil der Motor im Heck eingebaut war. Das heißt, da war immer so ein Kasten quasi, der Motorraum. Das ist beim T4 ja schon wieder was ganz anderes, weil die haben eine komplett neue Karosserie entwickelt.
die erste Karosserie, wo nachher der Motor nach vorne verfrachtet wurde und wassergekühlt war. Ich kann ja an Bastis Bus schon mal auf ein paar Stellen eingehen, weil im Endeffekt haben die Busse alle die gleichen Schwachstellen. Das sind hier diese kleinen Radläufe, die Schweller, sieht man hier auch. Dann hier hinter sitzt der Längsträger, da gammeln die auch gerne. Bei Basti ist der aber schon gemacht, da ist nichts dran. Gerne halt auch die Scheibenrahmen, hier sieht man bei Basti, da kommt auch ein bisschen was durch. Also die Radläufe hinten, das ist ein schönes Vorzeigeobjekt, Basti. Ja. Da hinten im Radkasten, da gammelt das auch gerne, das ist auch schon gemacht. Und was noch immer sind die Fensterrahmen. Aber ich hatte Glück bei mir, jetzt ist hier der ganze Dreck, aber man sieht schön an dem Dreck, wenn man die Gummis drinnen lässt, dann scheuern die und dann fängt das an zu rosten. Das heißt, du hast die Gummis raus. Und ich habe sie rausgezogen und es fällt eigentlich nicht auf, dass die Gummis draußen sind. Und deswegen werde ich wohl mit den Türen Glück behalten, dass es hier nicht immer so rausläuft. Ja. Aber das ist überall. Und hier ja auch, ne? Hinter den Leisten gammelt das gerne um den Griff so ein bisschen, ne? Wenn das scheuert. Immer da, wo Sand scheuert halt. Die Tankdeckel gammeln gerne hier unten, der ist aber sauber. Ja, wie gesagt, ne? Schweller hier auf der Seite auch ein bisschen betroffen. Der war auch neu, also den habe ich neu gemacht, weil der auch vergammelt war. Ja, also Basti will seinen Bus, jetzt wo wir die ganze Zeit drüber sprechen, ist er auch wieder ganz heiß drauf. Der will den jetzt auch fertig machen, den Rost wegmachen etc. Und ja, aber ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, wir düsen los, den ersten Bus anschauen. Natürlich ist ein VW-Bus teurer als viele anderen Busse, vielleicht ist er auch kleiner als viele anderen Busse. Aber dadurch, dass die so gehypt werden und dass es einfach Unmengen davon auf deutschen Straßen gibt, kriegst du an Teilen einfach alles. Ob das Tuning ist, ob das Ersatzteile sind, Reparaturbleche, die kritischen Stellen, die Busse haben, dafür kriegst du alles an Zubehörblechen, teilweise sogar als Sets. Also das ist richtig super. Während Matze und ich jetzt hier unterwegs sind zu dem Bus, ich muss zugeben, ich habe mir schon einen Bus angeguckt, mit meiner Familie zusammen, damit die auch mal sehen, was ist das, worauf stellen sie sich ein. Tatsächlich war der Bus aber überhaupt nichts. Da hat man wieder gesehen, wie wichtig das ist, sich so ein Auto auch wirklich in echt anzugucken. Weil auf den Bildern, ich blende die hier mal ein, ja, da sieht man, der Bus sieht eigentlich ziemlich clean aus, sauber aus. Aber als ich vor Ort angekommen bin, dann habe ich mal so ein kleines Video hier für Schraubermatze gemacht, zeige ich euch nochmal. Der Motor hat ziemlich lange gebraucht zum Starten. Man hat gesehen, dass er ziemlich verölt war. Als er dann lief, lief er eigentlich ganz gut. Aber was mich eigentlich am meisten gestört hat, dass der ganze Bus übergerollt war. Man sieht das hier an der Struktur. Der ist richtig rau. Ich vermute sogar, dass das eine Raptor-Beschichtung ist. Und wenn ich an unser T3-Projekt zurückdenke, da waren die Jungs bei 100 Stunden, den Lack runterzuschleifen. Die Schiebetür, wie man hier sieht, die ganzen Scharniere waren vergammelt, die Schienenführung vergammelt, Schweller durch. Auch der Innenraum war sehr verlebt. Man hat halt gesehen, was natürlich auch klar ist, ist ein Transporter gewesen, aber es war schon doll. Auch dieses übergeschmierte, übergespachtelte Rost, wo ich teilweise dann einfach gar nicht sehe, was ist wirklich darunter los. Beim Preis von 3.500 Euro für den Bus haben wir dann gesagt, da sind wir raus. Das passt einfach nicht. Auch im Innenraum, die haben die Lautsprecherboxen da rausgerissen. Die Schweller, das war, hat man gesehen, dick übergespachtelt. Also, nee, ist leider nichts gewesen. Da bin ich jetzt auf jeden Fall zuversichtlicher, weil ich will keinen übergeschminkten Bus, der mit der Rolle lackiert ist. Das bringt mir nichts. Ich weiß, dass die Dinger Rost haben, dass auch der Bus, den wir uns jetzt anschauen, Rost hat. Der hat auch Dellen und Kratzer, aber das ist mir für mich wichtiger, dass das ein ehrlicher Bus ist, wo ich sehe, was ist Phase, weil lackieren will ich ihn sowieso. Das spielt insofern keine Rolle. Und ist ein ganz lustiger Bus. Ich glaube, der ist von der Straßenmeisterei, noch mit gelber Rundumleuchte obendrauf, aber halt auch eine Langversion. Und man muss halt wissen, die Kombination 2,5er Turbodiesel und Langversion ist schon wieder was Spezielleres. Das heißt, die findest du auch nicht an jeder Ecke. Die meisten sind einfach kurze Busse oder halt die 2,4er oder die 1,9er. Ja, aber wir haben noch einen gefunden und den schauen wir uns jetzt an. So, Freunde, da steht das Objekt der Begierde. Straßenbau.
Straßenbau. Landkreis Neustadt Eichbad-Windsheim. Sieht man das mit der Tankklappe, was ich eben meinte, ja, ne? Ein bisschen Patina, ne? Ja, und die Schweller. Schlüssel. Ja, Schraubermatze muss erstmal reingucken. Motorraum gucken, Engine. Öffnen Sie den Maschinenraum. Scotty. Mir ab. Oh, guck mal, hier war schon mal ein Tier. Ja. Das hat ja Hunger. Bisschen Marderbiss. Ein bisschen Hunger. Kühlwasser sieht gut aus, ist was drin. Schöne Farbe auch. Wollen wir mal Öl schmecken? Ja. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall kein Wasser drin. Nee, aber wenn ich den Stand so sehe, der steht hier. Aber ich hoffe nicht, dass er so hoch steht. Das ist ein bisschen viel. Mal den Öldeckel aufmachen. Darf ich? Mach mal. Ich weiß ja nicht. Nicht, dass der Marder rausspringt. Oh. Das sieht immer gut aus. Sieht gut aus, ne? Sauber. Aber brauche auf jeden Fall einen Ölwechsel, weil das Öl riecht spritig. Also Diesel, okay. Ne? Ja. Autos noch mit Motzen. Batteriepool ist angeklemmt. Basti hat mir gesagt, beziehungsweise, dass diese Busse, wenn die Batterie voll ist, auch nach langer Standzeit eigentlich, wenn sie vorgeglüht sind, sofort anspringen sollten. Hat er Saft? Aber sofort, sofort. Ganz großer Schwachpunkt, Rundumleuchte, Leuchtmittel defekt. Fahr mal ein Stück vor, Matze. Bremse ist fest. Oha. Das sieht natürlich schlimm aus, aber eine feste Bremse ist wirklich keine Katastrophe. Dann nimmt man einmal das Rad runter, macht die Bremse auf, entrostet das und dann kann es auch weitergehen. Alles gut. Ja, also Handbremse ist schon mal fest. Rosttechnisch die typischen Stellen, habe ich aber auch schon auf den Bildern gesehen. Tatsächlich aber noch, ich sag mal, im Rahmen. Ne? Das ist so normal angegangen, würde ich jetzt mal behaupten. Das gleiche, was der erste Bus hatte mit der Schiebetür. Es ist hier auf jeden Fall besser, weniger Rost. Die Scharniere klemmen aber auch ein bisschen, die schließt nicht richtig die Tür. Dafür sieht das hier recht sauber aus am Radhaus. Was ganz witzig bei dem Bus ist, er hat so eine halbe Trennwand hier drin. Ne? Ist auch tatsächlich original, sagt er. Ich sehe mich auf jeden Fall schon richtig in dem Ding sitzen. Und man sieht direkt diese 40 cm, die ja länger ist, ne? Ja, Matze, was sagst du denn so generell zu dem Bus? Also ich finde ihn so abgerockt, ich finde ihn irgendwie geil. Ne? Also ja, man merkt, er hat gelebt, ne? Ja, was uns aufgefallen ist, was cool ist, ist die Standheizung. Ja, hier brauche ich nur eine neue Uhr mal ranmachen, weil die hat schon Aua, ne? Kopfweh. Ja. Ansonsten ist nicht viel drin. Kann auch nicht viel kaputt gehen. Ja, ist halt spartanisch ausgestattet, eine Kurbelfensterheber. Und das ist irgendwie cool, weiß ja, ich nicht. Es reicht, ne? Es ist das letzte Baujahr übrigens, das ist ein 2003er, also der letzte T4, der gebaut wurde. Und ich muss sagen, klar, er hat Rost, die haben aber alle Rost und ich bin froh, eigentlich sogar, wenn der unbehandelt ist, weil dann mache ich das lieber selber, weil dann weiß ich, was ich habe. Ne? Das ist so, meine Auffassung davon. Und ja, preislich liegt der Bus bei 3.750 Euro. Verhandlungsbasis. Da müssen wir auf jeden Fall verhandeln. Genau. Du musst das dann aber machen. Ich mach das dann. Ja, ja, ich würde sagen, wir holen den Besitzer mal und sprechen mit ihm. Freunde, ich kann euch sagen, das war ein zäher Hund. Also 3.750 war veranschlagter Preis. Ich bin erstmal mit 3 reingegangen, weil, ja, habt ihr ja gesehen, Bremse fest etc. Ein bisschen was zu tun ist auch. Aber ich muss auch sagen, ein Bus, der perfekt ist, kostet 15.000 Euro. Ne, das muss man immer wissen. Das sind einfach, VW-Busse sind einfach
eigentlich unverhältnismäßig teuer. Wenn du jetzt mal guckst, ein Fiat Ducato oder so, würdest du günstiger kriegen. VW-Bus ist halt, dieses Bulli-Fieber ist halt, ja, ist halt so. Ja, auf jeden Fall konnten wir uns jetzt auf 3.400 Euro einigen. Ich denke, da kann man sehr gut mit leben. Vor allem, was man noch sagen muss, der Bus ist aus erster Hand. Also er hat ihn gekauft, hat ihn dann doch nicht genutzt. Das heißt, das war ja im Endeffekt ein Behördenfahrzeug. Immer gewartet, der letzte Zahnriemen, weil der Wagen hat jetzt 314.000 runter und das ist wirklich für den Motor nichts. Das ist ein Witz. Also, eingefahren. Wenn du im Netz guckst, die sind ja schon ein bisschen älter. Die haben teilweise über 500.000 Kilometer runter. Ne? Und ja, das heißt, im Endeffekt, wir haben ein neues Fahrzeug. Zahnriemen gewechselt bei 290.000, also vor 20.000 Kilometern. Ich weiß jetzt natürlich nicht zeitlich. Matze sagt schon, wenn, schrauben wir den sowieso durch. Ne? Lack kriegt er natürlich auch. Ich freue mich drauf, cooles Projekt. Und ja, schreibt eure Meinung einmal gerne in die Kommentare zu dem Fahrzeug. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit unserem neuen Bus. Bis dann, ciao, ciao.